Leute, heute wieder mal ein kleines Video aus dem Camp. Es hat sich etwas getan hier. Ich habe jetzt lang kein Video mehr gemacht, aber das Camp wurde weitergebaut. Ich zeige euch mal einen kleinen Einblick, was noch die nächsten Projekte sind und wie es jetzt etwa aussieht. So, wie wir hier noch sehen, ist der Sägebock immer noch da. Da wurde noch nicht viel gemacht. Und wie man dann hier sieht, haben wir das Camp. Man sieht hier immer noch, wie das Shelter früher war. Es wurde ein wenig umgebaut, aber ich zeige euch es dann noch schnell. Auf dieser Seite war früher offen. Da habe ich jetzt eine Holzwand hingestellt, einfach zum Verschließen des Einganges. Dann hier ist noch ein recht großes Loch. Das muss alles noch verschlossen werden. Wir sehen auch, das Dach hat sich recht was gemacht. Ich zeige es dann schnell von der anderen Seite. Der Eingang wurde jetzt verlegt. Man muss jetzt hier einen kleinen Umweg laufen. Und hier haben wir dann unser kleiner Vorplatz. Da ist noch die alte Bank, die ist immer noch da. Der Stuhl. Dann hier habe ich den Tisch, den ich mal gemacht hatte. Der stand ein wenig weiter auf der anderen Seite. Da ist noch mein Dreibein-Grill mit der höhenverstellbaren Topfhalter. Der wird ja einfach nur hier mit den Kerben eingehängt. Und hier unten an diesem Haken hat dann der Topf seinen Platz. Hier unten das Dakota Feuerhole. Man muss es wieder mal ausschaufeln. Ich durfte es jetzt einige Zeit nicht benutzen, weil die Waldbrandgefahr. Dann hier haben wir auch den Scheitbock. Einfach eine Holzplatte darüber. Was vielleicht das Interessanteste ist, ist jetzt das Camp selber. Hier ist noch eine Plane. Letztes Mal hat es mir eingeregnet, weil auch auf dieser Seite sind die Hölzer dann senkrecht und hier ab noch waagrecht. Das wird noch geändert. Ich werde sie dann noch schön stehend hinstellen. Beim Dach sieht man jetzt, es wurde ein wenig größer. Auch hier haben wir eine schöne Belüftung. Da, wenn man von innen schaut, haben wir hier das Dach so gebaut, dass es den Rauch abzieht, weil es ist ja dann ein geschlossenes Haus. Ein Liegeplatz hier auf dieser Seite. Auf dieser Seite ist auch ein Liegeplatz. Früher war ja das Shelter eigentlich bis zu diesem Holzbalken. Da war hier gerade und dann fertig. Jetzt wurde das Ganze noch um die Plane hier erweitert. Und der ganze Anbau auf dieser Seite ist auch neu. Es ist jetzt eine schöne Fläche. Auch unsere Sitzmöglichkeiten haben wir schon in den Schermen genommen. Hier mein Stuhl, der ist jetzt auch hier. Da kann ich meine Plane hinhängen und dann ist es ein wenig bequemer zum Sitzen. Hier unter dieser grünen Plane, da haben wir noch etwas Holzreste. Immer schön. Was dann eben noch verschlossen werden muss, ist dieses Loch hier. Dann, wie vorhin schon gesagt, diese Seite hier, die kommt noch zu. Hier wurde schon ein wenig angefangen, aber wir hatten nicht mehr so Zeit. Unter dem Bett sehen wir auch noch unser Grill. Schön verstaut. Auch Material liegt schon hier bereit. Eine Bügelsäge. Dann das Beil, alles schon hier. Eine Grillzange hängt auch noch hier. Dann hier, ich weiß nicht, ob man es sieht, wenig dunkel, da kleiner Nachttisch. Ich habe auch schon hier drauf geschlafen, es ist wirklich sehr bequem. Isomatte und Schlafsack und fertig. So, da hätte man dann die Aussicht. Wir haben uns auch schon gesagt, hier möchten wir gerne noch einen Zaun machen bis zum Baum. Dann nach vorne und wieder zu. Was vielleicht noch kommt, ist auf dieser Seite hier eine kleine Bank.
damit man dann schön beim Feuer sitzen kann. Und ja, ich zeige euch mal das Ganze von ein wenig weit weg. Das sieht dann etwa so aus, Eingangsbereich. Eingang ist hier. Da eben diese Wand wird noch besser gemacht. Dann auch die Dachkonstruktion ist wirklich dicht. Es regnet auch nicht hinein. Und ja, bin zufrieden. Es ist etwas gegangen. Ja, ich muss sagen, ich bin wirklich zufrieden mit dem Projekt. Es ist wirklich schön groß. Das Ziel war ja eigentlich, bis im Winter diese einige Umbauten noch fertig zu haben, damit es dann auch ein wenig wärmer wird, weil ich könnte mir vorstellen, wenn hier in der Mitte der Mülleimer steht mit dem Feuer, wird es schön warm. Ich war mal da, als es geregnet hat, und es war zwar ein wenig laut, weil der Regen auf die Plane fiel, aber ich glaube, wenn dann noch ein wenig mehr Laub drauf fällt, sollte es dann eigentlich kein Problem mehr sein. Ja, das wäre so das Projekt, das noch kommt und was schon gegangen ist. Ihr seht, es ist nicht einfach nur geblieben, wie es war. Ich war immer etwa hier, habe etwas gemacht. Und ja, ich muss sagen, ist wirklich eine klasse Sache. Toll, große Fläche, also man könnte da ohne Probleme 4-5 Personen könnten hier übernachten ohne etwas. Wenn ich dann rausgehe, meistens, wenn ein schönes Wetter ist, dann komme ich nicht hier hin. Da suche ich mir andere Plätze. Aber wenn es jetzt regnet, wirklich den ganzen Tag, ist man schon froh. Man hat eine Unterkunft, man kann hier rein und hat es trocken. Das ist wirklich eine tolle Sache. Ja, ich werde euch sicher auf dem Laufenden halten, was noch kommt und was noch geht. Und ja, es wird auf jeden Fall toll werden. Ihr werdet sicher wieder etwas sehen von mir. Dann danke ich euch fürs Zusehen, wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss.